Hallo und willkommen zu Folge 4 meines Let's Plays. Ich sage euch einfach, wie es ist. Ich habe jetzt schon 2 Fehlversuche gehabt, aber ich kann euch das nicht zumuten. Beim ersten Schlösser knacken gelernt, also ich habe versagt, aber warum habe ich versagt? Die Markierung war nicht da, die da kommt. Ne? Zweiter Versuch, also nach 10 Minuten neu gestartet, da war sie da. Und dann hatte ich aber, ich möchte nicht spoilern oder so, hatte ich eine Auseinandersetzung mit jemandem, von dem ich das wollte, habe ihn getötet und er ist im Boden versunken und war weg und ich kam nicht an sein Inventar ran. Ja, und da habe ich mir gedacht, bevor ich euch dieses Bugfest zeige, gehe ich sozusagen in die Verlängerung und starte jetzt zum dritten Mal die Folge 4. Und ich werde sie auch anders spielen, weil ich habe jetzt keine Lust, euch da in die Abgründe dieses enorm verbuggten, enorm schlecht quality assuredten Machwerks zu ziehen. Was ich schon machen werde, ist mit Theresa zu reden nochmal, dann sagt sie irgendwas von einem Brot oder ich sag das. Hast du schon gegessen? Das Brot war sehr gut. Ja, und ich muss mich noch anziehen. Hast du es gebacken? Ja. Freut mich, dass es geschmeckt hat. Und vergesst, was ich gesagt habe. Das ist einfach die 4. Folge. Nur ich kann jetzt nicht, ich kann nicht jede Folge 5-mal spielen, bevor sie dann irgendwann klappt. Das ist ja der Horror. Ich kann nur jeden nochmal davor warnen, der ähnlich fehlerintolerant ist wie ich, oder sogar noch intoleranter, dieses Ding zu kaufen. Es ist in einem beschissenen Zustand. Mehr sage ich euch nicht. So. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verstehe. Ich kenne das schon. Darum gucke ich gerade nicht hin. Die E-Mails checken. Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ich bin doch immer offen für Ungewöhnliches. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojciech von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Ich weiß nicht, ob das nur eine Nebenquest ist. Also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn es Probleme gibt. Danke. Okay, komm. Ach, und so. Also, und jetzt kann man mit ihm auch noch, das mache ich schnell, aber ich lasse die Nebenquest, wie gesagt, die war bei mir gerade verbuggt. Dieses Schlösserknacken, das war auch verbuggt, aber beim zweiten Mal ging es dann, da habe ich dann versagt. Jetzt gucken wir mal, ob ich mich dieses Mal besser anstelle.
Übrigens in der Vorversion habe ich das ziemlich gut hingekriegt. Jetzt gucken wir mal. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und der Taste damit die Zuhaltung des Schlosses. Klinge. Ja, jetzt ist jetzt. Und schaut, das hat nicht geklappt. Das Ding hatte sich nicht ver. Ist ja auch egal. Ist völlig egal. Alles gut. Die Zuhaltung ja nicht los. So. Und verkackst du's. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Musste ich. Ja, das schaffe ich wieder nicht. Dann ist übrigens lustig. Okay. So, jetzt könnte man ja meinen, er bringt einem das Schlösserknacken bei. Und er sagt einem jetzt, na, schau, mach's doch so. Oder gibt einem nochmal eine Chance. Aber nein, das war's jetzt. Jetzt habe ich meine erste Chance, Schlösserknacken zu lernen, verkackt. Okay. Und wie gesagt, die Nebenquest lasse ich. Ich will euch nicht zu sehr quälen. So. Gehen wir nach Rattay. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Hauptquest. Das heißt, die muss ich schon angehen irgendwann. Ja, das ist eine Hauptquest. Nee, das ist nur eine Nebenquest. Okay, aber ich laufe ja gerade halbnackig rum. Moment, das müssen wir noch revidieren. Wo war die Mühle? So, wo war das Haus? Links. So, und ich habe auch wieder vergessen, die Uhr zu starten. Ja, schon 40 Minuten gespielt heute. Also ohne die neueste. So, hier ist die Truhe. Alles nehmen. Waffe ausrüsten. Rüstung. Und dann lernen wir das Schlösserknacken ein andermal. Das ist ein Badehaus. Da kann man auch speichern gegen Geld. Und ich müsste eigentlich jederzeit in der Mühle speichern können. Aber ich bin ja nicht immer in der Mühle. Und tata, da oben ist Rattay. Also ich laufe jetzt einfach Richtung dieses Aas. So ein bisschen die Skyrim-Taktik, dass ich immer wieder springe beim Rennen und dass ich grundsätzlich renne, um da quasi eben, neben mir schaut man, das ist doch echt schön, oder? Sieht doch wirklich aus wie eine Landschaft. Und so. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher! Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ja, da machen wir doch am besten Status. Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der, der dich aufhält. Hau ab. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber
Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gab. Ich wette 24.328, was immer die hier als Währung haben, dass das hart gecodet war, dass diese Antwort zum Erfolg führt. So. Da muss ich rein und jetzt schaut mal hier. Ha? Ist nicht so eine schnieke Burg à la Dragon's Age, sondern da wird jeder Millimeter ausgenutzt als, was weiß ich, Vieh. Viehstall oder das hier sind so Behelfsunterkünfte der Flüchtlinge aus Galitz. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rathei. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Was wäre denn mit diesem Pferd eigentlich? Das wird mir gefallen. Also auch hier sieht doch echt alles sehr realistisch aus, oder? Die Burgen haben auf mich schon immer eine sehr faszinierende Wirkung gehabt. Geht es hier rein oder da hoch? Ich glaube, es geht da, oder da rein. Ich glaube, da rein geht's. Weil da eine Wache ist. Hier. Der Abort. Oh, und schon die Sequenz ausgelöst. Ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rathei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet.
Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Der arme Priester. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Siegesmunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge. Ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch das Schweinefanger. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Hm, das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Und schone ihn nicht. Nein, Herr. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Also ich hoffe, euch ist das nicht zu lange. Aber ich finde diese Zwischensequenzen wirklich gut. Ich fände sie fantastisch, wenn sie lippensynchron wären und wenn sie in der Sprachlautstärke gescheit abgemischt wären. Aber... ist halt nicht so gut. Was essen? Klar, hier ist was. Moment, Kuh.
Karotte, erstmal die verderblichen Sachen, Meerrettich, immer gut, halt. Stopp, wo war ich? Inventar. So, die Sattheit 58. Wollen Sie mal nicht übertreiben hier. So. Genau. Dann geht's jetzt zum Waffentraining. Und hier erkunden wir quasi nebenbei Rattai. Sprechen mit den Flüchtlingen aus Scarlets. Gott sei mit dir. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich? Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden. Wie immer. Wir waren wohl hinter den Silberminen her, was? Wie behagt dir das Leben in Rattai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der Bankert. Bankert heißt Bastard quasi. Wir können sonst nirgendwo hin. Uneheliches Kind. Komisches. Oh, da steht irgendein Pferd rum. Kann man das nicht? Ich möchte ein Pferd. Ah, da ist der Waffenschmied. Da ist das Rathaus, Kirche, Händler. Bäcker irgendwo. Krämer. Noch ein Bäcker. Wo ist es eigentlich? Oh! Es ist schon 18 Uhr, hoffentlich. Reicht es? Warum ist es eigentlich schon so spät? Hoffentlich reicht es noch mit dem Training. Das muss ich nicht bis zum nächsten Tag warten. Das Training ist da oben. Kein Hauptmann Bernard hier, der steht nämlich hier. Ihr kennt ja auch die Szene schon aus meinem Viertelstunden-Video damals. Jetzt hoffen wir mal, dass er noch kommt. Ich kann immer einfach eine Stunde auf Verdacht warten. Wenn der natürlich seinen Tagesablauf so eingestellt hat, dass er dann, ich mach mal Abbruch, dass er um 7 Schicht macht, aber das schauen wir mal. Ich hoffe schon, dass er jetzt noch da ist. Ja, da ist er. So. Gibt's das erste von 2 Schwertkampftrainings. Beziehungsweise eins habe ich ja schon gehabt. Das zweite von 3. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Genau der bin ich. Aber du hast mich dann doch gesehen. Lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Ach, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Seht ihr, genau wie ich es beim Faustkampf gemacht habe. Und was kriege ich dafür? Spott. Also erstmal fixieren. So. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Ja. Gut.
Genau. Gut. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Sehr gut. Gut. So. Das genügt. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. So, erstmal wieder Stamina tanken. Schön. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Gut. Sehr. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Okay, ich glaube, er will mich verprügeln. Ja, ist ja gut. Also, ich sehe schon, das ist irgendwie was Schwieriges. Abschlusskampf. Okay, ich glaube, ich werde hier zusammengeschlagen. Ja, ich habe ihn getroffen. Yeah! Ja, wenn er einmal zuschlägt, dann trifft er mich gleich 3-4 Mal. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Okay. Das Problem dabei ist nur, dass man das alles mit der Maus macht. Ich glaube, das ist mit dem Gamepad wirklich angenehmer. Oh, neue Stärke. Gut, Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Das war, glaube ich, Q, oder? Oder rechts? Ah, Q. Q, Q. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Das war zu früh. Okay. Jetzt. Verdammt. Nicht schlecht. Nur das jetzt stark verlangsamt, gell? Im richtigen Spiel dann oder im richtigen Kampf geht das blitzschnell. Au. Gut. Und das grüne Zeichen da, grüne Schild zeigt an, dass ich es quasi geschafft habe. Ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst.
Sehr gut. Sehr gut. Genau. Schön. Genau. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Ich schaffe es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Hauptmann Werner. Au! Oh. Warte kurz, Heinrich. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzigs geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Leg los! Hast schon gut gemacht, also auch von Animationen her. Versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Ah, nicht so, verflucht. Genau. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Genau. Sehr gut. Gut gemacht. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Gut. Falsch. Falsch. Nein, nochmal. Nein. Das war doch richtig. Nicht schlecht. Schön. Gut. Sehr gut. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Okay. Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Warte mal, wen wir da treffen werden. Wie war es nochmal mit langsam laufen? So. Dass es ein bisschen die Zeit rausgeht hier. Ja. So ein Ritter wird selig bis 8 Uhr Dienst haben am Abend, oder? Jetzt können wir mal kurz schauen, wie sich die Werte verändert haben vielleicht. Ja, schau, Kampf, Verteidigung. Faustkampf ist noch Schwert. Gar nicht schlecht.
Und selbst das Schlösserknacken, wo ich so versagt habe. Wobei, es ist echt relativ schwierig. Ich habe das leicht in Erinnerung aus der Vorversion. Da konnte man mit einer ruhigen Maushand das problemlos machen. Gut, das war eine andere Maus, glaube ich. Hm. Nicht wundern, ich trainiere nur ein bisschen. Den Hund vor und zurück. Ja, da ist ein Schenke. Das habe ich auch noch. Vielleicht Retterschnaps? Ich brauche ja nicht mehr. Ach, apropos, ich habe ja noch nie gespeichert, gell? Einfach, ob es geht. Hm. Offensichtlich. Kontrollieren wir. Ja. Ja, das sind wir. Das Schießen ist gar nicht so unknifflig. Da gibt es nämlich keinerlei Fadenkreuz. Ich sage es nicht, hier dieser eklige Hans Capon oder wie er heißt. Hm, mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Oh ja. Kannst du dich mit der Sehne, ich habe erst im also Sommer wieder ein bisschen Bogen geschossen, so im Urlaub. Danke, wenn die Sehne da. Oder hier besser gesagt entlang schrammt, meine Herren. Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich. So, was? Was muss ich machen? Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Zwei. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. Genau. König Karl, Gott hab ihn selig. Ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht. Okay, das war's vorbei. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl. Wo schießt du denn, du Schnüpper? Das nennt man sich einschießen, der dritte sitzt dann. Sag ich's nicht? Das war nur noch knapp vorbei. Ich habe natürlich noch keinen Skill darin. Aber wird schon. Ich schieße fast so gut, oder? Wenn ich mit so viel Kraft darüber schieße. Yeah, zum ersten Mal getroffen. Hat jemand gesagt, dass du das Ziel treffen sollst? Ja, danke für die Motivatorik. Schön geschossen. Übe noch ein bisschen und mach keine Dummheiten. Ha! Ha! Hab das gesehen! Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts, und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut, wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? 7 Groschen. Ich habe nicht genug. Dann wirst du es abarbeiten. Fangen wir an. Okay. Ui, Wettkampf. Biathlon. Okay, gucken wir mal. Können wir noch etwas weiter vor? Nee, okay. Na gut. Also, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Jetzt habe ich ja ein...
Wo ist mein Bogen? Achso. Jetzt. Ah, jetzt ist das Fadenkreuz weg. Okay. Es war so etwas über dem Fingerknöchel, glaube ich. Ja. Und der andere hat schon 4 Punkte. Naja, ich habe noch 6 Pfeile. Wird schon. Ah, da ist mir jetzt tatsächlich die Maus ausgerutscht. Das glaubt ihr mir jetzt nicht, aber genau das ist passiert. Wie unangenehm. Jetzt wird er mir so ja, absetzen, nur die Ruhe. 10 Punkte wird schwer zu schlagen, aber gehen wir schon hin. Ha! Die ersten 2 Punkte. Ja. Das wird jetzt schwer. Jetzt muss ich schon dreimal ins Schwab. Ah, der ist jetzt wieder verhupft. Aber wie gesagt, das kommt dann mit mehr Skill. Gar nicht so lange warten am besten. Bleibt er dann ruhiger. Naja. Das war nix. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Schleimer. Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Muss ich jetzt da wieder hinlaufen? Okay, dann gucken wir mal. Ich versuche übrigens gerade auszuweichen, aber nimm das. Na komm schon. Der reagiert überhaupt nicht auf meinen. Achso, ich bin noch nicht eingeloggt, das wird's sein. Ich bin echt, ich bin mehrmals, ich gleiche die ganze Zeit aus. Das interessiert ihn einen Scheiß. Das ist ja wohl ein Witz. Ich schwöre euch, ich weiche aus. Und zwar, wenn er ausholt, das interessiert das Ding nicht. Aber jetzt habe ich es doch. Ja, und ich mache hier auch neue. Also das mit dem zur Seite ausweichen ist ein blöder Witz. Er kann das, seht ihr? Er darf das, aber ich darf das nicht. Also ich probiere es nochmal. Jetzt? Ah, es hat's geklappt. Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube, den verliere ich den Kampf. Wie in meinem. Ja. Okay, gut. Ich glaube, den kann man schon gewinnen. Wieder verloren, Schmied. Du hast noch viel zu lernen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass ich gegen so einen Edelmann da gewinne, oder? Bei meinem zweiten Schwertkampf. Ich hoffe, du hältst Wort und bringst es mir, sobald du es hast. Ja, da bin ich jetzt ja sehr motiviert worden. Alle sind gemein zu mir. Und ja, was mache ich denn jetzt? Ich könnte von hinten wieder stechen. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich glaube, es ist schon spät. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Und da nutze ich erstmals die Schnellreise. Es geht nämlich zu diesen blauen Punkten. Aber da muss ich noch viel lernen. Jetzt warte mal, kann ich vielleicht noch mal kurz trainieren? Ist der noch da? Wäre doch logisch, dass ich noch mal trainieren kann, oder? Moment. Also komm, eine Trainingsrunde noch. Mach dir nichts draus, Junge. Herr Hans ist ein guter Schwertkämpfer. Und wenn du durch Zufall gewonnen hättest,
Nun, das hätte er nicht so gut aufgenommen. Das glaube ich aber. Und jetzt ab ins Rathaus. Ach so, ich habe jetzt schon die nächste Quest. Jawohl, Hauptmann. Okay. Das heißt, ich darf nicht trainieren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute und gucken, dass wir speichern. Und ja, jetzt bin ich wieder. Wie gesagt, ich hatte zwei Fehlversuche, die ich euch nicht zumuten wollte, weil es verbuggte waren. Aber jetzt hat doch alles geklappt, bis auf das Ausweichen. Das hat irgendwie überhaupt nicht getan. Aber wahrscheinlich war ich halt eine Zehntelsekunde zu langsam. Und gerade bin ich motiviert, besser kämpfen zu lernen. Also das lasse ich mir nicht gefallen hier. Bis Freitag.